teile ich nicht ganz. Ich die sogar von der Ziellinie auf Platz 10. Somit der Rico Kissmacher vorne unangefochten auf P1 für Ockrim Racing. Auf Platz 2 Peter Grau. Platz 3, leichten Drift an Manfred Schneider. Platz 4 für Henning Wollert. Heute auch wieder ganz gut dabei. Und dann auf 5 Kai Knebel. Hat diesmal den Start, Sprintrennen gut überstanden. Diesmal darf der anderen schnellen Piloten Martin Fuhrmann. Schade, schade. Thomas Sutter, allein heute unterwegs. Für das M-Power Team. Schnellste Runde dabei von Rico Kistenmacher. Und hier der Mercedes weit draußen. Kommt hier quer. Fängt sich hier gerade noch mal so. Michael Weller auf Platz 10. Ist aber das gut gefallen. Kam da quer auf den Curb. Da vorhin der Ford GT. Carsten Wilhelm. Jetzt wieder eng. Ja, ist gerade mal gut gegangen. Ja, kommt hier weit raus, muss hier doch vom Gas gehen. Ah, der Dieter Himmel, wenn ich das gesehen habe. Ja, Petri Kossi hinter ihm. Dieter Himmel gegen Michael Welle da eben. Muss denn hier zurückstimmen und verliert er einige Positionen. Doch ein herber Abschlag nochmal. Jetzt gucken, ob er sich nach vorne kämpfen kann. Dran sicher an Carsten Wilhelm. Jetzt wird es schwierig, jetzt muss er nicht dahinter bleiben, sonst zeigt sich mal kurz. Aber in der Kurve ist nicht möglich. Ich will sich einen Überholversuch zu starten. Es ist auch nicht, das heißt, er muss versuchen, mit dran zu bleiben. Und dann auf der nächsten Geraden dann versuchen, sich daneben zu setzen. Oh, kommt hier aber auch wieder ein bisschen raus. Ein bisschen ins Schlingen. So, jetzt hier über den Curve sehr gut rausgekommen. Jetzt kann er einen Angriff versuchen, ist allerdings auf der Außenlinie für die nächste Kurve jetzt. Und vom Topspeed her kommt er nicht so ganz daneben. Versuch es nochmal im Windschatten. Jo, und da, was passiert da? Oh, oh. Da leckt aber jemand. Martin Fuhrmann täuscht davor. Man will mal an, versuchte da zumindest. Ich nehme den erst Martin von Dieter Himmel zu setzen. Klappte nicht ganz. Ich versuche das nochmal, beziehungsweise erstmal andeuten, den Fahrer davor bis nach so rüber. Da kommt der Dieter. Diesmal raus. Oh, Martin Fuhrmann kam zu weit auf den Curb und verliert jetzt auch einige Positionen. Ich habe gerade mal Glück gehabt, dass der Wagen nicht vollends abgehoben hat. In der schnellen Kurve kam er noch ein bisschen mehr arg auf den Curb. Das Auto hoch auf der einen Seite da schon ganz schön ab. So, da vorne keine Veränderung. Rico Kistenmacher war ja auf P1. Peter Grau sicher auf Platz 2. Ah, wird sich anscheinend nicht so viel gerade tun. Manfred Schneider weiter auf Platz 3. Hier unsere spannende Gruppe. Dieter Himmel vorne weg. Carsten Wilhelm. Michael Welle. Und Dominik Brabitz. Ja, sehr explosive Kiste. Dieter Himmel würde ich mal noch als sanftmütigen Fahrer davon schreiben, ja. Der Carsten Wilhelm zieht jetzt auch neben ihm hier. Und guck mal, das hat er vorhin mit dem Michael Welle auch gemacht. Beziehungsweise kann man auch nicht so richtig erleben, jetzt Michael Welle wieder in der gleichen Position wie vorher. Kann er sich diesmal schnappen. Ja, Himmel wieder auf der besseren Linie jetzt hier und bleibt nochmal vor ihm. Michael Welle wieder weit raus.
muss ich jetzt mit Wahlwitz auseinandersetzen. Der ist jetzt hier mehr oder weniger neben, aber Welle kommt nochmal besser aus der Kurve raus. Ist natürlich spannend hier in der nächsten Kurve. Oh, Dieter Himmel kommt weit raus. Das war's. Jetzt schlecht aus. Kann er sich nochmal zurückkämpfen? Ja, der Dominik schlägt sich hier ganz gut. Kämpft hier hart. Oh, da war ein SKS-Junge da draußen. Da haben wir ihn. Kai Knebel. Wird hier im Replay, wird hier angeschoben. Das wird wohl Henning Wollert gewesen sein. Ja, die beiden waren jetzt so, berühren sich hier schon. Also wenig daneben Spielraum. Fallen zusammen in die Kurve, da ist der Henning Wollert eigentlich schon vorne, aber da zieht er nochmal daneben und ist jetzt eigentlich vorne und der Henning verschickt sich da beim Anbremsen ein bisschen und schiebt den Kakel wieder von hinten direkt an. So, der Ball, da kommt er von Carsten Willem, Michael Welle, der sich kurz vorher anscheinend vorbeigeschoben hatte. Er ist ja auf der besseren Linie, auch so schnell in Kurve. Das war knapp. Können sich auch hier nebeneinander halten, sie konnten sich nebeneinander halten. Michael Welle hat sich jetzt durchgesetzt. Ja, natürlich sehr ärgerlich für den Kai Knebel, der jetzt zum wiederholten Mal im Rennen nicht ganz sauber durchkommen kann, beziehungsweise weitere Pfandberührung hier hat. Oh, und ich erwähne vor mit stehenden Rädern. Oh, und? Dominik Brabitz hier, vielleicht unruhig eben aus. Ja, Technik und Lettwerden Hockenheim von Jörg Dingvogel. Der Dingkolbe abgeräumt beim Start direkt, musste dem Feld hinterherhecheln. Und hier, wenn. Oh, was ist hier? Henning Wollert? Eieiei. Ah, okay, gut. Das ist jetzt leicht auf den Körper gekommen. Hier hat das Gentleman's Agreement jetzt angegriffen. Er hat ihn umgedreht und hat dann auf ihn gewartet. Durch verliert er auch durch Position. Aber auf jeden Fall sollte er, wenn es eine Strafe geben sollte, auf jeden Fall eine mildere Strafe erwarten. Wenn es nicht doch als Rennunfall dann gewertet wird, das muss ich dann doch die Rennkommission angucken. Vorne auf jeden Fall keine Veränderung. Rico Küstenmacher vorne, 4 Sekunden dahinter, Peter Grau, Manfred Schneider auf Platz 3, Thomas Sutter, die Initialen, die man hier sieht, SUT, natürlich nicht verwechseln mit Sutil, also das ist keiner des Sutil-Clans. Thomas Sutter hier auf dem folgenden Platz, so als Zeiten wieder weg. Ja, der Michael Welle konnte sich jetzt von dem Carsten Willem doch schon ganz gut absetzen. Dominik Fabel seinerseits guckt es natürlich so irgendwie schafft an dem Ford GT, der anscheinend gerade einen Semi-Regen versucht hat, um vorbeizukommen. Hier hat sich der Carsten aber ein bisschen verschreckt gehabt. Kommt, müssen wir eine weite Linie in der Kurve fahren. Dominik dicht dahinter, konnte schon fast einen Überholversuch schon mal andeuten. In der Kurve guckt es hier, zuckt jetzt nochmal, zeigt sich, hier bin ich. Ich will vorbei, ja, und jetzt, weite Linie von Carsten Willem. Kommt da auf den Körper und verliert fast das Auto. Dominik zieht hier, ja, zieht, kannst du in die Kurve reinziehen. Das heißt,
gleich jetzt gucken, dass er den Carsten da vorne ein bisschen aus der Ruhe bringt. Er ist jetzt hier aber zu weit weg, der Carsten hat da einen noch einen sagenhaften Topspeed. Auf lange Sicht gesehen, letztlich finde ich ganz schön schwierig. Peter Grau kommt wieder ein bisschen an den Rico Kistenmacher ran. Sind noch 3,6 Sekunden. So, und jetzt hier Dominiks Passage wieder. Hier ist er immer sehr, sehr stark. Klebt hier am Heck. Da muss er vorsichtig sein, dass er nicht zu weit rauskommt. Aber da war ein Wagen am Rand. Jo, ein leichter Drift von Carsten Willem, da muss ja Dominik auch aufpassen, dass er eben da nicht reinfährt. War zu dicht dran, um das irgendwie nutzen zu können. Er musste da jetzt nur aufpassen, dass er nicht selbst damit kleinen Schach gezogen wird. Und hier jetzt enge Kiste in der Kurve. Jetzt nebeneinander. Dominik auf der Außenbahn, kommt hier von der Strecke, muss hier aufpassen. Dass er den Wagen nicht vollends verliert. Gut gemacht. Gut abgefangen den Wagen. Carsten, weiß nicht, entschuldigt er sich hier? Warum auch immer, verstehe ich jetzt gerade den Moment nicht. Das konnte man jetzt nicht so sehen schon im Replay. Ja, eventuell hat er die Linie da ein bisschen zu sehr dicht gemacht. Und da die Rennleitung jetzt zum letzten Mal ja schon sehr hart durchgegriffen hat, wird er vielleicht auch nochmal sicher gehen. Auf jeden Fall keine Strafe zu erwarten. Genauer können wir das jetzt nach dem Rennen nochmal klären. Dominik war bis jetzt zumindest damit auf Platz 6. Michael Welle vorne konnte sich ordentlich absetzen inzwischen auf Platz 5. Also der Speed ist auf jeden Fall da. Thomas Sutter auf Platz 4. Manfred Schneider für die SKS-Jungs. Also ich denke, er wird nach der Saison auf jeden Fall irgendwie einen Pokal für die meisten Kilometer hier kriegen. Also oder von mir aus auch das Team. Aber dass die hier einen Runden abspulen, echt gut ab. Peter Grau. Platz 2. Er robbt sich so Stückchen für Stückchen ran an den Rico Kistenmacher. Er natürlich jetzt auch nicht mehr lange zu fahren hat. Moment. Was ist hier? Das sieht ganz danach aus. Jetzt hätte jemand einen Disconnect gehabt. Sieht ganz danach aus, als hätte Rico Kistenmacher da einen Disconnect gehabt. Allerdings, warum hält der Peter Grau dann? Was ist jetzt? Also, das wird jetzt immer verrückter hier. Jungs, ihr habt noch zu fahren. Das ist unglaublich. Ich weiß jetzt nicht, warum er da jetzt den BMW vorbeigelassen hat. Aber wir werden auf jeden Fall gleich in der PK haben. Ja, damit gewinnt Manfred Schneider hier das Sprintrennen in Silverstone. Glückwunsch an dieser Stelle. Tja, Peter Grau, was war das? Da kann ich mal nachhaken. Dritter Stelle hier, Thomas Dutter. Fällt sein Podium ein. Michael wird auf Platz 4. Kommt ja richtig reingeschossen. Dominik Wrabetz, Glückwunsch auch auf Platz 5. Trotz Dreas und Boxendurchfahrt gut vorgekämpft. Carsten Wilhelm. So, Kai Knebel auch ein bisschen weit nach vorne gekämpft. Hier die beiden Aston Martins im Formationsflug. Ich kriege leider immer noch keinen Zugriff auf meinen Zeitmonitor hier. Manfred Schneider gewinnt, Peter Grau zweiter, Thomas Sutter dritter, Michael Welle vierter, Dominik Wrabetz fünfter. So. Das konnte man schon mal sehen.
Hier steht ein GHZ in der Box. Hasso Osterkampf auf 19, Marius Rieder auf 18, da gab es also auch Probleme. Da werden wir uns mal versuchen, auch den Marius noch zu schnappen, dass er uns vielleicht nochmal ein Bild von seinem Rennen da gibt. Hier kommen sie jetzt alle in die Box. Ne Jungs, hier gibt es kein Podest. Wart direkt zu eurer Box. So, dann ziehen wir uns mal die ersten drei. So, die ersten beiden haben jetzt schon mal hier. Jetzt suchen wir noch den Thomas Sutter. Ey Peter, wo muss man da hinfahren? Ich bin, auf dem Desktop geflogen. So, okay. Jetzt haben wir die ersten drei hier auf jeden Fall. Glückwunsch. Verwirrend. Der Glückkistenmacher hat anscheinend einen Disconnect gehabt. Manfred, super gewonnen. Zur Situation kommen wir gleich noch. Was sagst du zu deinem Rennen? Ja, also Glück ist genau das richtige Wort. Ich habe mich eigentlich mit meiner Position schon abgefunden. Nach hinten habe ich genug Abstand und ja, wenn man denkt, nur heil nach Hause, dass es gerade so ausgeht, es war einfach Glück. Normalerweise gewinnt ja der Rico oder der Peter, aber naja, Glück muss man auch mal haben. Genau, ja, so ist das. Peter, letzten Meter haben wir gerade gesehen, waren noch kurz verwirrt, wo auf einmal der Rico hin ist. Da sehen wir dich und was war los auf der letzten Runde? Ja, erstmal Glückwunsch. Ist ja trotzdem gewonnen, ist gewonnen, da geht kein Weg dran vorbei. Ich bin auf den Desktop geflogen und kam Gott sei Dank noch schnell genug wieder zurück. Also keine Ahnung warum. RF-Scanner hat aufgeblinkt, ja. Ich stand am Desktop, habe dann wieder aufs Icon vom Spiel geklickt und war halt schnell genug wieder zurück, aber für einen Sieg hat es dann nicht mehr gereicht. Aber was willst du machen, das ist halt... Ja, auf jeden Fall sehr glücklich immer verlaufen, da du jetzt keinen direkt hinter dir hattest, der dir irgendwie da hätte ins Auto fahren können. Dann noch ein glücklicher zweiter Platz auf jeden Fall. Ja, auch für einen Coup tut mir das also ärgerlich leid, weil also ich habe ihn da abfliegen sehen. Ich habe mir schon gedacht, das ist nicht normal, da fährt man nicht geradeaus. Und der Einschlag war relativ heftig. Ich denke auch, war ein Disconnect oder so. Ne? Ja, dann auf Platz 3 Thomas Sutter von M-Power. Dein erstes Podium, wenn ich mich nicht täusche. Wie war dein Rennen? Ja, ich fand, mein Rennen war gut. Und ja, erstmal Glückwunsch an Manfred und an Peter. Ja, ebenso. Ja. Ja, dass nur Rico da Disconnect hatte, das war ja natürlich nicht vorauszusehen, ne? Ja, war mein Glück natürlich. Ja, dann erstmal danke an der Stelle an euch drei. Viel Erfolg auf jeden Fall auch fürs Hauptrennen jetzt, wo natürlich die umgedrehte Startreihenfolge ist. Dann habt ihr auch nicht viel zu tun da von hinten. Und ja, dann hören wir uns vielleicht später wieder. Ich schiebe euch wieder in den Channel. Alles klar, danke. Jo, danke, jo, Glückwunsch nochmal, ihr zwei. Jo. So. Ja, also klassischer Disconnect. Bei Rico Kistenmacher, der da unangefochten vorne an der Spitze lag, über eine Runde drehen konnte. Schade natürlich sehr. Auch das Ocream Racing Team hätte da den Erfolg natürlich gut gebrauchen können.
So, wir schauen mal, wen wir hier noch so kriegen können. So, jetzt hier bei mir haben wir den Carsten Wilhelm. Carsten. Abend. War ein tolles Rennen, also hattest du sicherlich viele spannende Momente da bei dir. Wie war's so? Ja, also ich habe vorhin noch erfahren, dass ich noch vom ersten Saisonrennen eine 60-Minuten-Strafe aufs Quali-Ergebnis bekam. Deswegen bin ich da ganz locker gefahren, bin von P18 losgefahren. Ja, ich habe gesehen, der Hasso oder wer es war, da hat es am Start ganz schön gerappelt und ich bin wirklich noch, eine Zeitung hat noch dazwischen gepasst, sonst wäre der voll vor mich geknallt. Und ja, dann ging es halt weiter, ich habe mich halt so ein bisschen vorgearbeitet, bis auf Platz 5 war es zeitweise, dann kam aber der Michael noch von hinten und der war schneller. Ich habe ihn zwar noch kurz geschafft, hinter mir zu halten, aber irgendwann ging es dann halt einfach nicht mehr, weil auch Richtung letzten 5 Minuten waren meine Reifen halt wieder so am Ende. Und ja, dann kam noch der Dominik Vorwärts, war es glaube ich, den habe ich auch noch vorbeigelassen, beziehungsweise selbst vorbeigelassen. Irgendwann hat er mich einfach überholt, weil er schneller war. Habt ihr das mitbekommen mit meinem 360 Grad? Nee, leider nicht. War das am Schluss also das noch, war oder? So. Das war in der letzten Runde war das. Da hatte ich so ungefähr 5 Sekunden Vorsprung vom 7. Da habe ich mich nach der ersten Kurve einfach 360 Grad gedreht und bin weitergefahren, noch so eine Sekunde vor dem Sitzplatzierten. Ja, vielleicht, dass das so glücklich ausgeht, ist auf jeden Fall ganz gut. Gerade kommt hier leider etwas der Kraft drüber. Vielleicht gerade irgendwas am Laden. Danke auf jeden Fall, die Carsten, und dir viel Erfolg ist fürs zweite Rennen. Ja, vielen Dank. Und ja, auf mehrere spannende Zweikämpfe. Ja, dann schicke ich jetzt sicherlich geben. Und hol mir nochmal den Marinus hier in den Channel. Okay. So, jetzt haben wir den Marinus hier nochmal. Marinus, haben wir jetzt gerade am Ende des Rennens gesehen, Platz 18, was war los? Ja gut, die Balance war dann dahin. Ich hatte zwei Berührungen am Frontsplitter, gerade auf Dieter Himmel zu Beginn. Der war auch wesentlich langsamer, weil wahrscheinlich seine Reifen nicht so gut auf Temperatur hatte. Die ersten paar Runden war da ziemlich pushen, aber ein gutes Gefühl im Auto gehabt. Ja, gut, kann passieren, kann jetzt Dieter keinen Vorwurf machen. Das hat er zuerst normal sein Ding gefahren und wenn der halt früher vom Gas muss er früher vom Gas. Da war er etwas forsch und ja. Dann das gleiche ist dann auch mit dem Christian Kohlstedt passiert. Der hat da auch früh vom Gas müssen, weil zu schwer gerade ausgefahren hat, hat er mir gesagt. Ja, und dann war halt dann vorbei, dann war bei mir auch die Luft raus, weil das ist so eine Strecke, da habe ich eher so ein Hassverhältnis dazu mit dem neuen Layout zu so, und ja. Machen wir einfach das Beste draus. Ja, jetzt der letzte Schikane, weil der letzte Teil vor Quartier ist natürlich sehr, sehr tricky mit den Curbs, was du ja vorhin schon bei der Rundenverschwörung erwähnt hast. Ja, dann dir auf jeden Fall jetzt dann viel Erfolg fürs Hauptrennen. Das wird mein Bestes geben. Man kann immer nur das Beste draus machen. Ja. Man hat halt so seine Lieblingsstrecken und hier spielt wirklich das Training eine Rolle. Ich sag immer auch gut ab von Kai Knebel und seinen Teamkollegen. Die beiden sind ja auch berufstätig und haben auch Familie und haben einiges so auch im privaten Bereich zu tun. Und schaffen es immer wieder, ihre Rundenzahl zusammenzubringen und deswegen sind die Jungs auch schnell. Von meiner Seite geht es hier auch noch, die sind glaube ich nicht mehr anwesend, aber nochmal die Gratulation an Manfred Schneider, Peter Grau und Bernhard Dritter. Thomas Dritter. Thomas Dritter, ja, danke auch nochmal an Thomas, der hat mir mitten in der Nacht nach der Spätschicht einmal gut geholfen bei der Fahrzeugabstimmung. Wir schauen mal, das war das Beste draus nach diesem Einkommen in die Strecke, die jetzt eigentlich für viele Neuland interessant werden. Jetzt war kommt, was reicht denn? Oder ne? Ja, jetzt das nächste Rennen jetzt der Weiher. Ah genau, das ist der Weiherstrecke, ich hatte doch gedacht. Ja. Genau. Und danach hätten wir dann zwar. Genau. Da ist der Gefahr und auch jetzt tun ein bisschen direkt. Ja. Aber speziell, das lasse ich jetzt mal so ein Zettel hier liegen, da wird speziell ein Peter Grau auf der Liste stehen.
Er sagt ja immer wieder, das ist sein Wohnzimmer. Er kennt die Strecke auch ziemlich gut, auch aus dem echten Leben. Da ist sehr, sehr oft als Fotograf vor Ort für sein Magazin und kennt die Strecke also schon in- und auswendig. Und er fährt auch hier dementsprechend wirklich gut. Also ist hier wirklich gut unterwegs und dürfen wir da wirklich nicht vergessen. Hat auch hier Ja. jetzt wieder gezeigt, mit einem knappen Rückstand auf Platz 2. Ich glaube, ich war gerade knapp mal über 2 Zehntel. Das wird noch interessant werden. Aber Gratulation an Manfred. Also der Junge, der mauset sich wirklich zum Siegfahrer. Ja, da hat man noch eine knappe Situation gehabt, dass der zum einen der Rico Kistenmacher anscheinend mit Disconnect dann vom Server. Und des Weiteren der Peter Grau noch einen kleinen Return auf den Desktop anscheinend gehabt, um jetzt auch ins Spiel zu fliegen, was ihn dann scheinbar noch die Zeit gekostet hat, oder anscheinend die Zeit gekostet hat. Er konnte wieder ins Spiel zurück, Ich hatte aber das hatte natürlich Phänomen dann. vorhin auch nach dem Rennen. Ich war dann auch weg, ich konnte nicht mehr zurück ins Spiel. War so nicht Ja. so. Deswegen, ja, schau mal, dass nach Hauptrennen alles klappt. Was war denn eigentlich mit dem Zeller Gerhard? Der hat eine Disqualifikation bekommen, habe ich in der Abrechnung gesehen. Was ist denn da genauer gewesen? Das konnte ich jetzt hier noch nicht sehen auf dem Zeitmonitor, der hier bei mir leider momentan nicht wirklich aktiv ist. Der spinnt schon die ganze Zeit rum. Ich konnte ihn nur Okay. leider auch nach einer Box stehen sehen. Also da müssen wir nachher auch nochmal nachforschen, Okay. was da genau passiert ist. Ja. Aber es ist wirklich ein hartes Rennen. Also wenn man da jemanden folgt in schnellen Kurven, man versucht halt doch immer den Anschluss zu halten. Es ist so gefährlich, weil es gibt halt Fahrer, die haben dann eine andere Art und Weise, an die Strecke ranzugehen in gewissen Kurven. Die bremsen dann, ich speziell in schnellen Kurven, schalten nur runter. Und das ist mir zweimal zum Verhängnis geworden, weil die da wesentlich langsamer waren in dem Abschnitt. Und ich habe halt dann versucht dran zu bleiben, klar, um dann auf der Geraden nicht schön im Windschatten ranzusaugen. Hat auch ein gutes Auto auf der Geraden und ja, es ist sehr trügerisch. Und da einer bei der Geschwindigkeit, wenn man nahe auffährt, kurz vom Gas geht, dann hat man kaum Reaktionszeit, um irgendwie eine Gegenmaßnahme einzuleiten. Kennt man ja aus dem Straßenverkehr auch. Man sagt ja nicht umsonst, man muss den Abstand einhalten. Aber gut, wir sind hier beim Rennfahren, es ist nochmal was anderes. Ich lasse nicht den halben Tacho als Abstand. So, ich kriege nochmal den Hinweis hier. Unfall hinter der Bande gelandet. Ich hole mal meinen Stefan Denecke dazu. So, jetzt haben wir unseren Reporter hier mal, den Stefan Denecke, den Außen noch der Außenreporter. Karton, da ist er. Der schreibt mir hier immer gute Nachrichten, der hat immer die neuesten Infos hier. Ja, prima. Ja. Ja, nee, ich habe es nur aus dem Augenwinkel gesehen. Also es war wohl so, dass der Christoph Ozinkowski, ich kenne nur unter Brett halt, ne, dass der Brett einen Unfall hatte. Und ich nehme mal an, dass er gerade in ihn reingerauscht ist. Ich kam dann, als schon alles vorbei war. Und ich habe nur gesehen aus dem Augenwinkel, dass der Gerhard halt hinter der Absperrung auf der Tribüne lag, vom Prinzip her. Ne? Ich Ah, denke, dass er deswegen. deswegen nicht auf die Strecke zurückkam und deswegen das Q gekriegt hat. Ne? Ah, okay. Ja, Stefan, ich habe dich auch auf der Strecke Du vorbeigelassen. hättest weiterfahren können, das war völlig in Ordnung, was da abging. Weil, wie gesagt, ich Nee, habe nee, eigentlich einen nee. Fehler gemacht, als du dich gedreht hast, habe ich mich verschaltet, habe einen Gang zu hoch geschaltet und deswegen kam ich in Schwierigkeiten in der Kurve. Und das wäre völlig okay gewesen, wenn du da, du warst außen, ich war innen, den Platz haben wir uns gelassen, wäre okay gewesen, wenn du weitergefahren wärst. Also. Ich wollte einfach, dass du da reinfährst. Ich war da, bei mir war die Luft schon raus. Nach einem guten Start und einigen Berührungen war dann die Luft raus. Aber jetzt kommt ja das, was du magst, ne? Das Stundenrennen, das mag ich eigentlich auch lieber. Ja, das mag ich auch lieber, ja, das ist wohl wahr. Das liegt, glaube ich, uns als so Langstreckenfahrer doch mehr, Stefan. Die ganzen Freaks davon, also. Diese Hotletter, die zeigen wir jetzt mal, wo dann Ja. Ja, dann euch auf jeden Fall noch viel Erfolg jetzt fürs Hauptrennen. Dürft ihr Dankeschön. dann bald losgehen. Ja. Dann schwingt euch wieder in eure Cockpits. Ja, Und Stefan, dir viel Spaß. habt ihr Marinus, wenn du mal hinter Roland mir sein solltest, ne, ich auch fahre wenig Flügel, also da musst du damit rechnen, dass ich früher bremse, ne? Ja. Ja, ich habe so bei manchen Fahrern gedacht, dass die da regelrecht oft auf die Bremse sind in schnellen Kurven, wo ich rollen lassen konnte. Und dann ist es sehr gefährlich, wenn man nah hinten dran hängt. Das kann man manchmal gar nicht so gut einschätzen. Ja.
Halt dich weiter vorne auf, passt das besser. Ja. Ich versuch's, aber die Strecke liegt mir gar nicht. Naja, ja, ich bin ja kaum gefahren. Also Stefan, klar. Bis später. Bis später, ciao. Und bis später. Dir auch. Ciao. Jo. Kannst du mich hochschieben, bitte? Jo, mach ich. So, alle wieder an Ort und Stelle. Und schauen wir, dass es hier bald weitergeht. Ja, also Training haben wir ja schon einen Wagen sich überschlagen sehen. Also die Strecke hier ist heikel. Die Rennleitung wird schon gerade dabei sein, die Startaufstellung für das Rennen einzustellen, beziehungsweise durch die Strafen, die für das Hauptrennen noch anstanden, noch einzuberechnen. Schau mal, ob ich da noch ein bisschen was an Infos hervorholen kann. Denn, wie gesagt, die Seite hier gibt gerade nicht so viel her. Wundere ich allerdings noch, wo hier. Ah, jetzt geht die Leiter wieder. Das ist aber schön. Wo der Stefan Vukovic ist. Da wollte ich eigentlich vorher auch noch ein Wort drüber verlieren, aber der war gar nicht mehr im Qualifying. Ich habe ihn vorhin hier im TF doch nochmal gesehen gehabt, aber der hatte wohl auch zeitliche Probleme anscheinend. Sein Teamkollege von Bauer heute krankheitsbedingt. Fällt er leider aus. Im letzten Rennen noch in Hockenheim mit einem starken Manöver in der letzten Runde gegen den Christian Kolsche, der auf sehr, sehr stark nachlassenden Reifen zu kämpfen hatte und da einfach nichts mehr, also sich nicht mehr wehren konnte. So. Ja, wir haben jetzt hier eine Startaufstellung auf jeden Fall. Ich hoffe, sie stimmt einigermaßen. Kann diese Startaufstellung schon stimmen? Nee. Auf jeden Fall haben wir den Zeitmotor jetzt wieder bei uns hier zur Verfügung. Ich hoffe, er bleibt eine Weile, denn das erleichtert auch die Arbeit manchmal mit den Plätzen ein wenig. Wir haben ins Rennen geschaltet. Die Piloten haben natürlich wieder die übliche Zeit, in die Startaufstellung zu fahren. Deswegen können wir gerade noch mal gucken, was die Rennkommission aus Hockenheim noch so zu vermelden hatte. Christoph von Borczykowski steht hier unter Beobachtung. Also jetzt hier in Silverstone und für das nächste Rennen noch. So, Martin Fuhrmann, muss hier, nee, oh, Hasso Osterkamp, tatsächlich ihn hat getroffen, nicht Martin Fuhrmann, Entschuldigung. Hasso Osterkamp muss jetzt wegen zu gefährlichem Zurückfahren auf die Strecke im Hauptrennen innerhalb der ersten drei Runden eine Boxendurchfahrtsstrafe absolvieren. Eieiei, das wird ihn natürlich auch hart treffen. Ja, momentan sowieso nicht. Ja, das Motor eh ein bisschen zu leiden hier in der SRC. Der GT Masters. Kommt nicht ganz unter dem Auto klar, wie er es gern hätte. Ebenso trifft es hier Henning Wollert jetzt im Hauptrennen. Hat er das Gentleman's Agreement im letzten Rennen nicht beachtet, also sprich in Hockenheim, und muss jetzt hier im Hauptrennen in den ersten drei Runden eine Boxendurchfahrtsstrafe absolvieren. Ja, hier hat er es auf jeden Fall beachtet, wie wir gesehen haben. Er hatte sich wieder hinter Kai Knebel zurückfallen lassen.
natürlich das Rennen für Weide natürlich gelaufen. Waren aussichtsreich weit vorne eigentlich. So, was haben wir hier? Hallo Osterkamp, steht schon wieder in der Box. Wieso das? Achso, Osterkamp eigentlich auf 1 gesetzt. Oh, jetzt fährt er raus. Aber allerhöchste Zeit. Boxenampel war auf grün. Marinos Räder jetzt hier auf 2. Ein sehr langsamer Porsche da. Na, das war Stefan Dedeke. Ja, die beiden. Hier ist sein Teamkollege Christoph von Borschikowski. Entschuldige, wenn ich den Namen nicht vielleicht falsch ausspreche, aber. So, hier dann. Der Nissan mit Joris Schreppbart. Hoffe, der Name war richtig. Stefan Dänecke hier auf der Position 5 fährt jetzt hier auf seinen Startplatz. Beziehungsweise, okay, verwechselt natürlich. Das ist hier die alte Boxenanlage. Mirko Meyer. Teamkollege von Rico Kistenmacher. Henning Wollert hier auf 7. Petrikowski auf 8. Christian Kulcher auf Platz 9. Dieter Hemmel auf Platz 10. Kai Knebel auf Platz 11. Ja. Musste sich im Rennen wieder nach vorne arbeiten. Und statt deshalb natürlich noch weiter hinten. Carsten Wilhelm, eben noch gehört. Hier jetzt auf Platz 12 im Hauptrennen. Dominik Brabitz, Platz 13. Michael Welle, schön vorgekämpft auf 4 eben im Sprintrennen. Hier auf Platz 14 im Hauptrennen. Thomas Luther, eben Dritter. Jetzt in umgedrehter Reihenfolge muss er vom 15. starten. Peter Grau auf Platz 16. Manfred Schneider auf 17. Martin Fuhrmann, der Unglücksvogel eben, oder Pechvogel, ja. Aus dem Sprintrennen. Starte hier von 18, oder muss von 18 starten. Hoffen wir, dass es ihm diesmal besser glückt, da nach vorn zu kommen. Rico Kistenmacher auf Platz 19. Ja, der Rechner muss halten. Das ist das schon mit ein ja, wichtiger Erfolgsfaktor. So, und Gerhard Zeller auf 20. Halt mal auf 25. Wir stehen natürlich in der Box, bleiben da auch. Ja, so darf das Rennen hier anführen. Schauen wir mal, wie sein Start wird. Und Marinus neben der Strecke beim Aufwärmen.
sehr gefährlich natürlich. Zackt hier die Vorderachse ganz schön wild rum. Muss ich auch vorsichtig sein. Und dann braucht man schon ein ruhiges Heck. Weil sonst landet der Wagen doch schnell mal neben der Strecke. Aber das ist natürlich ganz genau, er muss Reifen und Bremsen hier wirklich optimal auf Temperatur bringen. Schauen wir mal, ob wir das Glühen der Windschatten sehen können. So wird das gemacht. Hasse Osterkamp hier, aus der Nahperspektive. Wir bilden die Bremsscheiben in die Winkel. Steht jetzt auf seiner Startposition, während sich das restliche Feld hier langsam sammelt. So, da hinten kommen noch einige. Und werden mal schauen, ob wir diesmal hoffentlich alles gut einfangen können. So, alle stehen auf ihren Plätzen. Sieht da noch ein Wagen in der Box. Okay. Sieht ein bisschen merkwürdig aus in der Box. Das scheint wohl das Safety Car zu sein. Die Ampeln gehen an. Und Start hier zum Hauptrennen. Wilde Zeitmanöver ja teilweise. Ja, sind gut weg. Jetzt Rieder schon direkt vorbeigezogen. Osterkamp kann hier kontern. Hier schieben sich an. Eieieiei, das war dann schon wieder. Großes Chaos wieder. Das ganze Feld ist nicht passieren lassen. So. Okay. Jetzt gab es anscheinend mehrere Unfälle oder mehrere Ausfälle direkt beim Start. Was dazu geführt hat, dass die Rennleitung anscheinend entschieden hat, das Ganze nochmal neu zu starten. Oder was ist hier los? Zumindest haben wir keine Übersicht mehr. Oh, ne, die Zeit läuft ganz normal. Ah, die Taste läuft. Dafür zum Glück läuft das nochmal schnell an. Oh, da gab's. Da gab's auch einen großen Leck. Christian Kohlsche hat sich ja nicht spitzelt. Okay. Sein Teamkollege, Boris Schäfbart. Henning Wollert hat allerdings an ihm vorbeigezogen.
Platz 3 hier für Dieter Hemmel. So, und die beiden Jungs. Die SRC AG. Formationswechsel gerade. Martin Fuhrmann vor Dominik Brabitz. Ja, damit der Martin Fuhrmann auf jeden Fall ist mal gut weggekommen und kommt hier weit raus. Weite Linie gehen. Und Schrittbart hier rausgekommen von der Strecke, kann aber weiterfahren, verliert aber hier den zweiten Platz. Und der BMW von Kai Knebel ist das, attackiert hier Dominik Brabitz. Nächste Runde hier von Henny Wallach, 48-7. Dieter Hemmel auf Platz 2, Martin Fuhrmann, auf Platz 3 nach vorn gekommen. Das heißt, hier gab es wieder einiges, worüber sich dann wahrscheinlich nachher unterhalten wird. Rico Kistenmacher hier auf Platz 8 auch nach vorn kämpft. Thomas Sutter auf 9, Peter Grau auf 10, Christian Kohlschi auf 11, Mirko Meyer auf 12, Stefan Denecker auf 13, Gerhard Zeller auf 14, Ralf Mayer hier auf 15, weit ab, Carsten Wilhelm, ui, was ist da passiert? Er ist auch sehr weit hinten. Ich hatte auch ein Problem beim Start. Michael Welle ebenso sehr weit hinten. Lieber ein Teamkollege aus Osterkamp, also ja, ein Bart namensgebendes Wochenende für die Jungs vom Chaos Racing Team. Manfred Schneider, ist aber auch weit hinten. Der Sieger vom ersten Rennen, ja, also im hinteren Feld gab es einige Tumulte. Petrikowski ausgeschieden. Marinos Rieder ebenfalls raus. Ja, dann war die Motivation am Ende. Henning Wollert hier an der Box. Ja, das bringt sogar was. Denn er muss ja seine Durchfahrt hier absolvieren. Hatte sich ja aber schon ein bisschen absetzen können wenigstens. Und kommt natürlich nicht mehr am ganzen Ende des Feldes raus. Kommt jetzt einer Kampfgruppe wieder auf die Strecke. Auf Position 5. Da gibt er ihm Düsseldorf von Borczykowski. Da hatten wir noch jemanden, der Hasse Osterkamp, der müsste das auch machen. Während Martin Fuhrmann hier nicht an Dieter Himmel vorbeischiebt, gegen den Bremsscheiben, aber Dieter Himmel kontert. Kommt hier irgendwann nach außen, dass die Tür wieder offen ist für Martin Fuhrmann. Er zieht jetzt wieder rein. Hat jetzt einen kleinen Vorteil hier. Wirtschaft ist zwar gut, aber die nächsten Kurven sind doch recht schnell, sodass man hier auf jeden Fall den Abtrieb benötigt. Das heißt, Auto muss gut auf die Kurven abgestimmt sein. Oh, der BMW da hinten, er kommt wieder weit raus. Hält sich aber da auf der Strecke. So, und Martin Fuhrmann geht in die Ettel. Dieter Hemmel. Muss ich hier gegen Dominik Brabitz werden, der da mal kurzzeitig ausgeschert ist. Kommt hier ein bisschen weiter raus. Ja. Etwas interessant. Dominik Brabitz saugt sich hier an. Und geht daneben. Ja, Seite an Seite. Und Dominik Hobbs, wie vorhin im Sprintrennen. Eieieiei. Tim
knappe Sache, er hat den anderen Fahrer noch. Engels Geist, doch wieder ein kompletter verloren gegangen für ihn. Noch zu wild unterwegs. Ordentlich Konzentration durch die gesundheitlichen Probleme momentan nicht ganz so optimal. Hier viel Arbeit. Nach der Nummer soll ein paar Tage Ruhe angesagt sein nach dem Rennen hier. Es muss da noch viel stärker sein, da sich der Porsche-Fahrer vorhin verbrennt hat, wie es schien. Beziehungsweise stärker in die Eile gehen müsste. Kurzer von Wojciechowski, jetzt hier auf Platz 6. Ja, Hank Wollock schon wieder auf 4. Obwohl er seine Durchfahrtsstrafe absuchen musste. Nico Kistenmacher auf Platz 5. Ja, und Dominik Babitz schiebt sich hier wieder auf Platz 6 und kommt hier weit raus. Allerdings Christoph von Wojciechowski auch. Er hat keine Zeit da oder keinen Platz jetzt verlieren konnte wenigstens. Muss jetzt wieder ein bisschen weiter vorne arbeiten. Muss versuchen, da seine Emotion ein bisschen unter Kontrolle zu halten vielleicht. Also seine Aggressivität. Dahinter jetzt Thomas Ritter, Bayern Wojciechowski. Und der sofort auch unter Druck von Joris Scheppard. Da kommt Peter Grau reingezogen, muss nochmal zurückstecken. Hier auf Platz 10. Oh, spannend wird jetzt hier Platz 2. Kai Knebel dicht hinter Dieter Henning. Dahinter dann wiederum auch nochmal den beiden der Henning Wallert direkt. Das heißt, hier eine interessante Kampfgruppe. Dieter im ersten Mal eben schon gut unterwegs. Dann aber scheint mit stärker nachlassendem Reifen zu kämpfen gehabt. Musste sich da auf einen Piloten geschlagen geben. Saugt sich Kai Knebel an, versucht es, nicht ganz gerne, kann einen Tuck später bremsen. Kurve liegt hier, die Kurve bietet mehrere Linien. Henning Wollert zeigt sich da kurz im Spiegel des BMWs. Ja, Martin Wohlmann da vorne, der freut sich. Er kann nach vorne fahren, das ist schon 3,7 Sekunden fast. So, uiuiui, enge Aktion da von Kai Knebel nach Henning Wollert. Die beiden, ja, ob das noch Freunde werden, ich weiß nicht. Kai Knebel ja arg beutelt schon, also Hockenheim-Schluss hier für den Anstupser. Kommen hier momentan erstmal ganz gut zurecht, die beiden. Hoffen wir, dass sie sich einigermaßen vertragen.
Ja, ganz geringer Abstand. Jetzt wieder mit der wenig Kampfine. Macht ihn so, macht ihn jetzt aber richtig schwer. Hat sich da für die Mitte entschieden gehabt und ist dann zum Schluss nochmal rübergezogen. Also aus meiner Sicht ist das auch noch völlig legal. Hat die anscheinend nicht den allerschnellsten Wagen, versucht sich aber gut zu positionieren, sodass die anderen Fahrer da halt ein Problem haben, vorbeizuquetschen. Jetzt werden wir noch ein bisschen davon profitieren, dass der Henning Wollert versuchen wird, wahrscheinlich nochmal an dem Kai Knebel vorbeizugehen. Mit Dieter Hemmel, ja, versucht der Henning, es war eng, aber alles gut gegangen soweit. So, Henning Blatt greift hier Kai Knebel an. Bremst sich daneben. Der Kai Knebel kann hier eine weite Linie fahren und jetzt berühren sich die beiden. Und ja, auf jeden Fall Kai Knebel noch weiter vorne. Ja, der Audi klebt jetzt am Heck des BMW. Die Antwort auf die nächste Kurve allerdings schwierig. Die wird mehr oder weniger fast mit Topspeed gefahren. Ja, kein Angriff hier. Oh, da kommt der Henning Wollert weit raus. Verliert hier ein bisschen an Speed. Hier kommt der Kleine weit raus. Da hat er jetzt ein bisschen an Speed verloren. Mal gucken, ob das der Henning Wollert hier nutzen kann. Audi mit guten Topspeed zieht innen rein, ja, und bremst und hat es geschafft. Henning Wollert somit wieder einen Platz weiter vorne. Ja, trotz Durchfahrtsstrafe und ja, leichter Problem im ersten Rennen, setzt sich hier gut durch. So, Rico Kistenmacher, der Pechvogel aus dem ersten Rennen, greift hier sofort auch den Kai Knebel an. Ja, der Henning Wollert hier mit stehenden Reifen, also jetzt fährt er gerade auf letzter Rille, wie es scheint. So, Rico Kisten, aha. Oh, setzt sich hier daneben, bremst spät, zieht hier M rein. Das Ding da kommt ja mal leicht in den Drift. Oh. Ja. Oh, Dominik Fravitz auf Abwägen. Fravitz wieder einen Platz zurückgefallen dadurch. Ja, da macht sich so sein Gesundheitszustand doch bemerkbar wahrscheinlich. Kommt hier auch etwas quer in die Kurve. Muss mit dem Auto ordentlich kämpfen. Ja, der wird nach dem Rennen auf jeden Fall geschafft sein. Thomas Sutter, der Dritte aus dem ersten Rennen, jetzt hier auf Platz 6 auch schon wieder. Ja, Henning Wollert, der war jetzt auch schon an Dieter Hemmel dran. Ja, der Henning hat gut trainiert hier.